Willkommen Leute zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder mit am Start bist. Freut mich total, Leute. Und wir haben heute mal was richtig Cooles vor. Und zwar werden wir heute weitermachen mit der wunderschönen Farm, Leute. Und zwar hier. Ja, aber Leute, bevor es losgeht, wollte ich noch mal kurz sagen, dass ich hier einen Fortnite-Kanal habe. Da kommen regelmäßig Videos. Schaut da vorbei. Der Kanal heißt Pexus. Und wir sind da schon bei 10.300 Abonnenten. Unbedingt abonnieren. Genau wie den Kanal hier, den Kanal Crafting Pad. Unbedingt abonnieren und eine positive Bewertung da lassen. In 3, in 2, in 1 und jetzt eine positive Bewertung da lassen. Wäre mega cool, Leute. Und ich würde sagen, Leute, wir fangen direkt an. Denn wir haben ja, wie gesagt, vor, unsere Windmühle langsam zu Ende zu machen. Und ich habe dann noch ein paar Sachen besorgt, damit wir das auch relativ zügig schaffen. Und die habe ich schon in die Kiste reingetan. Moment, da haben wir es doch. Und, ja, genau, wir brauchen auf jeden Fall Fackeln. Und die Fackeln verteilen wir dann. Und wir brauchen auf jeden Fall Glas, das haben wir dann auch, genau. Holz eigentlich auch ein bisschen, glaube ich. Ein bisschen Holz brauchen wir, glaube ich, auch noch. Naja, das kriegen wir alles hin, Leute. Das sollte kein Problem sein. So, und genau, Leitern war ja auch noch ein Problem. Das fällt mir jetzt gerade erst auf. So, wir packen mal hier ein paar Fackeln hin. So, zack, zack, zack. Und dann machen wir ganz kurz hier noch die Scheiben rein. Moment, hier kommen die Scheiben dann rein. Perfekt. Und dann gehen wir mal runter. Hier können wir theoretisch das so mehr oder weniger zumachen. So. Zack. Und, ja. Wir machen jetzt nochmal ganz kurz ein paar Sticks. So. Und aus diesen Sticks machen wir uns nochmal Leitern, damit wir auch die letzte Etage auch fertig haben. Moment. Zack, zack. Hier. Und nochmal zack, zack. So. Ich denke mal, 6 Leitern sollten auf jeden Fall genügen. So, zack, und 1, 2, 3, und hier auch nochmal ganz kurz was ausbessern, so, hier vielleicht so ganz nach oben ziehen, das finde ich ein bisschen schöner, so, und dann können wir auch hier hoch, das sieht auch, denke ich, ganz schön aus, Leute, okay, wir müssen jetzt noch das Windrad bauen, das wird aber ein bisschen schwierig, da müssen wir uns nochmal genauer Gedanken zu machen, weil wir wahrscheinlich so oft runterfallen werden, das wird nicht mehr normal sein. Deswegen würde ich sagen, Leute, wir machen jetzt ein bisschen was anderes. Wir werden jetzt erstmal versuchen, das Weizenfeld hier fertig zu machen, damit wir ein schönes Weizenfeld drumherum haben. Aber dafür benötigen wir auch jede Menge Samen, Leute. Und deshalb machen wir uns mal so ein bisschen auf Samenjagd, würde ich fast behaupten. Ja, und danach vielleicht sogar schon die erste Melonenfarm dort neu anfangen. Also wir werden jetzt versuchen, möglichst viel zu schaffen, Leute. Nur es gibt ein kleines Problem. Es soll angeblich hier ein Monster gesichtet worden sein, was so aussieht wie Slender. Und es kann halt jederzeit, beziehungsweise es soll angeblich immer in der Nacht erscheinen. Aber ich hoffe mal, dass es uns nicht trifft. Wäre auf jeden Fall nicht so schön, weil ich irgendwie ein bisschen Angst habe vor Slender. Ja, wir schauen aber mal, Leute. Ich hoffe einfach mal das Beste. So, und jetzt haben wir schon jede Menge Samen. Oha, ah, das hat weh getan. Jetzt haben wir schon jede Menge Samen, die wir dann auch gleich benutzen können. Und benutzen werden, auch wohl bemerkt. So. Sieht doch schon mal perfekt aus, Leute. Ja, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Okay, okay, okay. Zack, hier noch ein bisschen, hier noch ein bisschen. Genau, genau, genau. Das ist auf jeden Fall perfekt soweit. Okay, 28 Samen. Mit diesen Samen werden wir auf jeden Fall arbeiten können. Was wir jetzt noch benötigen, ist aber einmal der Wassereimer. Denn, liebe Freunde, wir brauchen noch Wasserquellen. Und die, ja, bekommen wir natürlich nur, wenn wir auch Wassereimer haben. So, dann nehmen wir einfach mal hier diese 16 Wassereimer mit. Das ist auf jeden Fall viel zu viel, aber lieber mehr mitnehmen als zu wenig, würde ich mal behaupten. So, dann geht's jetzt hier weiter und hier machen wir dann das Feld so ein bisschen fertig. Ich denke nicht, dass wir genug Samen haben werden, aber zumindest ein paar, um hier schon mal weiterzumachen. So, hier, zack, zack. Dann einmal alles pflanzen. Ne, ich denke, genug werden wir auf keinen Fall haben, Leute. 1, 2, 3, dann würde ich sagen, hier noch so eine Wasserquelle. 1, 2, 3, hier noch eine Wasserquelle. 1, 2, 3. Das sollte eigentlich so passen, glaube ich. Ja, das sollte eigentlich soweit passen. 1, 2. Moment, machen wir es so. Zack, und dann hier hin. So, zack. Genau. So, dann holen wir uns nochmal ganz kurz Wasser. Und zweimal brauchen wir hier, zack, zack. Dann haben wir es hier und hier. Dann haben wir diese Wasserquelle auch schon hier
Perfekt, genau hier haben wir sie dann. Und dann einmal drumherum. Ist natürlich jetzt auch ganz viel Samenarbeit und sowas. Sie brauchen richtig viele Samen, klar. Aber es wird sich ja auszahlen, Leute, muss man dazu sagen. Denn am Ende wird das richtig cool aussehen. Da bin ich felsenfest von überzeugt. So, hier auch nochmal ein paar Samen, die wir jetzt sofort benutzen können. Und hier machen wir es dann hin. Wir machen das immer Schritt für Schritt, Leute. Und bald kümmern wir uns dann auch schon um die nächste Seite. So, hier, zack, auch nochmal zwei. Okay. Das ist doch schon mal ein bisschen was. Jetzt müssen wir das auch nochmal zumachen. Oder wir machen... Genau, die Fackeln sollten wir auch platzieren, Leute. Zack, hier kommt eine Fackel hin. Hier kommt eine Fackel hin. Und hier auch noch und hier auch noch. So, damit erstmal schön überall auch Fackeln hinkommen. Das gleiche machen wir auch hier auf der anderen Seite. Hier müssen auch Fackeln platziert werden. Und in den anderen Etagen müssen eigentlich auch noch Fackeln platziert werden. Weil sonst spawnen da böse Mobs und die möchte ich eigentlich ungern dort drin haben. So. Und einmal hier den Boden werden wir ja auch noch ausbessern. Dann müsstet ihr in die Kommentare schreiben, was für einen Boden wir hier reinbauen sollen. Problem ist nur, das Video, ich produziere gerade im Voraus auf. Also ich nehme gerade zwei Videos hintereinander auf. Und ich weiß noch nicht, was ihr in die Kommentare geschrieben habt. Da lasse ich mich noch von überraschen, Leute. So, hier nochmal ein bisschen und hier. Und da oben war schon, genau, da oben haben wir schon platziert. Dann können hier auch schon mal keine Monster mehr spawnen. Das ist doch schon mal gut. Ist auch nochmal hier auf dem Pfosten vielleicht so drauf. Genau, hier. Sieht auch nochmal ganz schön aus, finde ich. Und dann gehen wir nochmal ganz kurz nach unten. Aber hier haben wir einfach in der Mitte platziert. Okay. Ja, das gefällt mir doch schon mal, Leute. Das gefällt mir schon mal. Und jetzt können wir uns theoretisch auch schon drum kümmern, dass wir, Moment, hier, liebe Kühe, ja, kommt mal mit. Genau, dass wir schon mal so vielleicht langsam die Farm aufbauen. So, Kühe, einmal bitte kommen. Hier, zack, zack. Kühe? Hä? Kuh? Ja, du kommst mit. Komm mit. Weizen. Du magst doch Weizen. Hä? Seit wann mögen Kühe kein Weizen mehr? Okay, auf einmal wieder doch. Moment, ich mach schon mal hier so ein kleines, Netz. Ich sag jetzt mal, Gehege hin? Kann man das so nennen? Ich nenne es einfach mal so. So, zack, zack, zack. Okay, das ist jetzt nur ganz provisorisch aufgestellt, damit wir schon mal hier die ersten Kühe hinbringen können. So, zack, hier. Und wir haben nämlich jetzt hier gerade ein paar Kühe. Da dachte ich mir, klar, warum nicht? So, einmal du, liebe Kuh. Und einmal du auch noch, liebe Kuh. So, und ihr geht jetzt beide dort rein. Genau, beide kommen dort rein. Und das wird auf jeden Fall sehr cool. Ey, Kuh, komm doch rein. Du auch. Ja, hier, komm. Weizen, lecker Weizen. Hier, komm. Ich weiß, dass du das magst. Hm? Sie mag es gerade irgendwie gar nicht. Warum das denn? Okay, dann erstmal nur du. Ja, die gehorcht mir wenigstens. Oh, jetzt kommt die zweite auch. Aber, ja doch, jetzt kommen sie beide. Hier rein, hier rein. Ja, 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 ja. So, einmal ganz kurz hier bleiben. Und auch noch du. Komm, sei nicht so stur. Sei nicht so stur. Sei lieb, sei lieb. Genau, jetzt hier. Ich möchte sie ja gerne da reinbringen, aber irgendwie... So, ich schub sie jetzt einfach mal ganz kurz hier vorsichtig rein. So, beide rein hier. Beide rein. Genau, auch du. Ja, auch du. So, einmal hier und zack. Nein! Zur Seite, so. Genau. Okay, und jetzt hier. Zack, zack. Und jetzt haben wir schon eine dritte kleine Kuh. Und da ist sie auch schon. Woo! Sieht doch schon mal ganz süß aus. So, dann machen wir das hier nochmal zu. Und dort hinten haben wir auch noch ein paar Tiere. Also wir werden uns auf jeden Fall jetzt darum kümmern, dass wir hier richtig viele Tiere hinbekommen. Das kriegen wir hin, Leute. Was mir gerade aufgefallen ist, wir haben hier noch so eine Schrift gehabt. Hier, The Strider, was ist denn das? Moment mal. Moment mal. Kann es sein, dass das die bekannte Schrift ist von dem Slenderman-Monster? Ich habe jetzt ein bisschen Angst. Ich gehe mal hier in den Wald rein. Nicht, dass jetzt irgendwas Komisches passiert. Moment, hier entlang, hinter Blättern. Und wir sollten vielleicht auch nochmal ganz kurz ein paar Fackeln platzieren hier am Baumhaus, oder? Ich glaube, das ist dann nochmal besser. So, zack, hier eine Fackel und hier eine Fackel. Ja, genau, das ist doch gut. Okay, und oben mussten wir, glaube ich, auch ein paar Fackeln platzieren. Aber machen wir bald, Leute, das kriegen wir alles hin. So, jetzt hier, The Strider, was ist denn das? Ist das diese Slenderman-Legende, die Gesicht... Oh mein Gott! Schaut euch das an. Das ist dieses Art Slenderman-Legende. Oh mein Gott, Leute. Aber sie tut nichts, oder? Ist sie lieb? Ja? Sie tut eigentlich gar nichts. Greift sie uns an? Sie rennt weg.
Oh mein Gott, ist aber ganz schön eklig, Leute. Und ich weiß nicht, was sie macht. Wir müssen sie verprügeln. Oh Gott, sie ist tot. Okay, sie ist tot. Weil Leute, man weiß ja nie, was diese Kreatur vorhat. Kann ja sein, dass sie böse Absichten hat und unser Dorf bzw. unsere Stadt hier kaputt machen will. Das kann ja sein. Es ist alles möglich, Leute. Aber gut, jetzt kann sie ja nichts mehr tun. Also Leute, wenn euch das Video gefallen hat, unbedingt abonnieren, nicht vergessen. Hier, 589.000 Leute sind auf jeden Fall drin. Like nicht vergessen und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Checkt auch meinen zweiten Kanal ab, den Fortnite-Kanal und C-Pad für Roblox-Videos. Bis dann und ciao.